Dies alles begann im Jahr 1986 mit den ersten Planungen zum Aufbau einer Spezialschule im Bezirk Halle der ehemaligen DDR. Als Standort wurde die 28. Polytechnische Oberschule in der Muldestraße 3 ausgewählt. Wir haben dann gemeinsam geplant, wie wir die Schule inhaltlich ausgestalten können, welche Materialien wir gebrauchen können. Und die Kolleginnen und Kollegen, die damals schon an der Schule tätig waren, mussten neben ihrer Unterrichtsarbeit an ihrer alten Schule am Nachmittag oder in der unterrichtsfreien Zeit hier an der 28. PS wirksam werden. Hauptproblem war allerdings für mich, dass wir keinen Lehrer Mathematik, Physik und Informatik hatten. Das war mir überlassen und ich muss sagen, durch Eigeninitiative ist es mir gelungen, Herrn Dr. Kramer, Herrn Panik und Herrn Kimmel zu überzeugen, dass sie an unsere Schule kommen. Damit waren wir im Prinzip erst einmal vom Lehrerkollegium komplett und konnten dann der guten Dinge warten. Im August 1988 wurde in einer zentralen Eröffnungsveranstaltung die Gründungsurkunde durch den Ratsvorsitzenden an die Schulleitung überreicht. Die Schule erhielt den Namen Ernst Hausmann, einem Chemiker aus den Leunawerken. Ohne die Unterstützung der Leunawerke bei der Rekonstruktion und Renovierung des Gebäudes wäre ein Aufbau der Spezialschule nicht möglich gewesen